Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 4. November 2019. Es geht wie immer am meisten um Nachrichten aus dem Bezirk Ruhrscheid und danach um Lokalnachrichten aus Solingen. Die Nachrichten aus dem Bezirk Ruhrscheid sind hier drin schwer zu finden. Das und andere Sachen machen das Ganze zu keiner schönen Zeitung für mich. Es gibt hier aber keine andere. So. Das ist ein kurzer Blick auf den überregionalen Teil. Foto ist Derby-Sieg, Fortuna Düsseldorf schlägt den ersten FC Köln mit 2:0. Man sieht so ein typisches Düsseldorf-Foto mit vier so scheiß Henkelmännern. Einer macht irgendeine Gewaltgeste und der Rest guckt beschämt zu Boden. Ich kann das mal gerade zeigen hier. So, Titelstory ist klein, aber fein raus, denn Dörfern in NRW geht es gut. Weniger Schulden, spezielle Förderung und die Heimatministerin sieht bei der Landflucht den Beginn einer Trendwende. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ina Scharnbach, ich habe keine Ahnung. Darunter heißt es, Extremisten drohen grünen Politikern mit Mord. Cem Özdemir hat die schärfste Klinge der Welt gekriegt. Der ist hier aufgeführt und dann auch Claudia Roth. Spitzentreffen zur Grundrente verschoben. NRW trennt lieber Merz als Laschet. Nur jeder fünfte CDU-Anhänger für AKK als Kanzlerin. So, Friedrich Merz soll Kanzlerkandidat werden. 59% der CDU-Anhänger wollen das in der NRW. So, im Teil Solingen heißt es, erste Firma baut im Gewerbegebiet Fückelrath, ist zum Glück nicht in Solingen, das ist in Gräfrath. Im Gewerbegebiet Fückelrath in Gräfrath rollen nach 13 Jahren die ersten Bagger an. Und die Firma heißt Blechkon. Da werden mit Lasertechnik Metallteile zugeschnitten. Naja, wenn das funktioniert. Und vor 75 Jahren fielen hier Bomben auf Solingen. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Bilder zu. Und BHC bleibt im Soll. Der VfB schiebt Frust. Da geht es um den Handball-Bundesligisten, der nicht mehr den Namen Solingen trägt und hier auch nur äußerst selten spielt. So, ein Blick auf die Karikatur. Was sieht man da? Irgendwen, der aussieht wie Adolf Hitler und irgendwen mit Löchern in den Zähnen, eine Hess-Tätowierung, der mix Molotow-Cocktails, ist wieder in Farbe, was nicht schön ist. Und es heißt, bist du sicher, dass man die Morddrohung nicht zu uns zurückverfolgen kann? Klar, ich habe die Buchstaben extra aus verschiedenen E-Mails zusammen kopiert. Naja. War schon besser. Wie gesagt, ist eine farbige Karikatur, sie meistens scheiße. Keine schöne Zeitung. So. Die politische Gewalt und ihr Nährboden. Der Kommentar dazu bezieht sich auf die Meldung auf der Titelseite ganz unten. Dorf muss Dorf bleiben, ist zur Titelstory. Also die politische große Story. Alles miese Laune, große Vorhaben, Halbzeit für die GroKo. Und dann gibt es die Halbzeitdämmerung über dem Reichstag in Berlin mit einer deutschen Fahne. So, Uruk will nicht mehr Präsident werden. Der prominente US-Demokrat zieht zurück und erntet Spott von Trump. Bitte, Uruk.
toter Krawatte. Ich hab gerade mal Zeit. So. Dann geht's weiter mit 3 hier und heute. Welche Schulfächer braucht die Jugend? Es geht um eine wiederkehrende Debatte. Tagesthemen, Grundrente kann man machen. So, die DDR war für mich ein Trainingslager. Thomas Krüger, Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, über seine 2 Leben in Ost und West in Berlin startet die Mauerfall-Erinnerungswoche. Fernsehen, Seite 6, geht dann noch eine ganzseitige Anzeige. Es ist ARD, ARD, Sat1, ZDF, Dreisat. Wie immer ziemlich viel öffentlich-rechtlich. Weiß ich nicht, ob man das so prominent bringen soll. Seit 60 Jahren skandalfrei. Heute Seite 8. Kann man machen. Gelinsch, Schahin, Braun und Fariyadin. Ist kein ehemaliger Sportler dabei, finde ich scheiße. Kann man nicht bringen bei Leuten. So. Dann Jubel um Hennings und Toni. Da sieht man mal wieder den Typ mit der Gewaltgeste vom Titelbild und ich kann ihn nochmal zeigen. Anscheinend haben die den größten Affen gleich 2-mal in die Zeitung gebracht. Der hat sich garantiert nicht im Griff auf dem Spielfeld. Ärger von Niko Kovac beim FC Bayern beendet. Der Trainer fliegt raus. Co-Trainer Hansi Flick, der vorerst ist wieder ganz normal bei München. 10-11, immer noch Sport, immer noch Fußball. HSV ist in der 2. Liga Tabellenführer. Sport, also ein Zeug, Lewis Hamilton, Yokohama, ich weiß nicht, was Yokohama hat, ich glaube Rugby-WM ist mal wieder, ja, dann aus aller Welt, Seite 15, so, auf Seite 15 geht dann der Kater los und ich finde es wieder erschreckend, dass ich keinen Mensch kenne, obwohl ich über 35 Jahre hier in der Stadt wohne. Ich zeige es mir gerade. Das ist die Solinger Tafel. Ich kenne kein Schwein von denen. Die suchen neue Ehrenämter. So. Wie das aussieht, weiß ich schon. Stadt wird bei Tagen für das Bob-Projekt ist der Batterie-Obus bei Elfs Stickerfeld. Suchen nach Azubis für 2020. Solingen braucht neue Firmen. Gehörloser ist es nichts aus Hirschheit dabei. Verband geht zum Fußballverband.
Stadtkirche ist auch nicht in Hirschscheid. Kirchenkonzert. Der verfemte Musikstand bei Chor und naja. Kirche ist auch nicht Hirschscheid, Hirschscheid, Hirschscheid. Gulix. So, Schützenstraße, Rundfunk Schützenstraße, 5. November, feiern die schon St. Martin. Das ist das erste aus Hirschscheid, ist auch nur so eine ganz kleine Reihe. Dann haben wir hier Bomben aus auf Solingen, ist auch nicht jetzt unbedingt so meins. So, Kottenteam gibt 500 Kilo Grünkohl aus. Das ist aus Hirschscheid, das ist hier den Berg runter an der Wupper. Und das ist doch mal eine schöne Meldung. Das Problem ist, es ist die einzige. Und ehrlich gesagt, finde ich es ja ein bisschen dünn. So, und damit fällt es vor.